So, sind Sie Herr Alfred, oder? Inc. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ich wissen muss, dass ich den Computer brauche, wenn Sie anrufen. Nein. Da sehen Sie. Das ist ganz rechts, wo steht Login oder Register. Jo, das habe ich schon verstanden, aber du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Naja, Entschuldigung, Sie werden zum Reden über die deutsche Sprache oder werden wir zum Reden über dem Geschäfte hier? Entschuldigung. Naja, ich denke mal, erstmal machen wir es auf Deutsch, damit wir dann seriöse Geschäfte machen können, oder nicht? Gibt keine Registrierungsnummer und gibt keine Mensch, wer muss sich registrieren, zum Kriegen einer Lizenz in einer Online-Trading-Firma? Weil ich habe Ihnen erklärt, jeden Wort, was ich werde bei Ihnen sagen, so Sie werden kriminell sein. So. Ja, ihr seid ja auch kriminell. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder einen schönen Abzocker mitgebracht, der, tja, keine Ahnung von seinem Job hat und auch nicht so richtig weiß, ja, wie das mit den Lizenzen und so funktioniert. Naja, Ausreden hat er auf jeden Fall eine ganze Menge, aber so viel Mühe gibt er sich dann dabei auch nicht. Ansonsten, auf Deutsch macht man das Geschäft hier natürlich auf keinen Fall. Wenn man nach der deutschen Sprache fragt, naja, dann wird es auch ein bisschen komisch. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefongespräch. Ja, ich grüße Sie. Herr Reich. So. Was? Haben wir einen Termin für jetzt vereinbaren? Herr Meier am Apparat. Wer ist am Apparat? Herr Meier, Herr Michael Meier. Haben wir zusammen gestern gesprochen. Ah ja, und wem möchten Sie sprechen? Mit Herr Alfred. Ah ja, okay. Ja. So, sind Sie Herr Alfred, oder? Ja, natürlich ist da der Herr Michael Meier am anderen Ende des Telefonapparats. Ganz logisch. Das passt natürlich auch wieder zu der wunderbaren Kakerlaken-Deutschstimme. Ja, das machen die Betrüger natürlich immer viel zu gerne. Deutsche Namen verwenden und bloß nicht ihre eigenen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei einbilden. Seriöser wirken sie dabei auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es wäre seriöser, wenn wir da einen Abdulhaber bla irgendwas dran hätten, weil das passt dann auch zur Stimme. Aber nicht so. Da weiß man doch eigentlich von Anfang an, dass hier irgendwas falsch ist. Alles klar. So, jetzt bitte haben Sie Zeit, oder? Ja, wie ist denn der Nachname? Herr Michael Meier. Nee, von mir. Ach so, Ihr Nachname, Herr Erretz. Ja. Okay, alles klar. So, jetzt sind Sie vorne der Computer, oder? So, bitteschön. Öffnen Sie den Google Chrome auf Ihre Computer? Nee, das habe ich nicht. Okay, Firefox oder Internet Explorer, mit was arbeiten Sie? Nee, das habe ich auch nicht. Was haben Sie? Ich habe den Tor-Browser. Okay, öffnen Sie dieses Browser. Ja. Ja, das hätte ich so tatsächlich auch noch nicht, dass sich mal jemand mit Browsern auskennt und mir dann nicht wieder irgendwas mit Google erzählen will, wo ich da was eingeben soll, um dann die Webseite nicht zu finden, die er mir irgendwie durchbuchstabieren will. Ja, das deutet auf jeden Fall schon mal dahin, dass er eine halbe Gehirnzelle mehr hat als der Rest. Also soll ich meinen Computer mal anmachen? Okay, Entschuldigung. Erstes Mal mit dem neuen Kunden, wir herunterladen ein Programm. Dieses Programm heißt Anydesk oder TeamViewer, okay? Ja, aber nicht mit mir. Ach so, brauchen Sie nicht zum Sein zusammen in Verbindung? Nö, brauche ich nicht. Warum sollte ich bitte das Programm runterladen? Macht ja gar keinen Sinn. Kein Problem, für mich ist kein Problem. Ich brauche gar nichts auf Ihrem Computer. So, darf ich fragen bitte, mit was arbeiten Sie? Mit Kreditkarte oder mit nochmal Überweisung? Ja, ist natürlich kein Problem, dass wir bei mir dann Anydesk weglassen, dann können wir zwar die privaten Daten von dir nicht klauen und deine Identität nicht irgendwie noch stehlen und noch sämtliche Login-Daten, dann machen wir das halt nur mit den 250 Euro, die wir hier arbeiten wollen. Ja, so klingt das hier in etwa. Die Betrüger und ihr tolles Anydesk. Wunderbar. Kann man sich irgendwie kaum noch getrennt voneinander vorstellen. Ja, da nutze ich in der Regel beides. Kommt immer drauf an, für welchen Zweck. Ach so, okay, dann geben Sie ganz oben bitte. Wo? Bei dem Bronzois. Bei was? Haben Sie geöffnet dem Internet bitte? Nee, habe ich ja gesagt, ich muss erstmal meinen Computer anmachen. Machen Sie den Computer an. Dann fahre ich den jetzt erstmal hoch. Okay. Machen Sie den Computer an und ich werde Ihnen buchstabieren.
Ja, das ist auch wieder eine von diesen komischen Eigenheiten von den Betrugs-Callcentern. Denn die gehen immer davon aus, dass man seinen Computer irgendwie schon anhat oder zumindest das Mobiltelefon mit einem Browser schon griffbereit liegt. Die vergessen aber, dass die euch zu Hause erwischen. Die stecken so tief drin in ihrem Betrug, dass sie gar nicht merken, dass die Leute zu Hause ja jedes Mal bei Dingen unterbrechen, die sie gerade privat tun. Ja, und als hätte man in jeder Familie die Rechner natürlich immer überall schon laufen. Also, was für ein Schwachsinn. Die gehen jedes Mal wirklich davon aus, dass ihr schon vor dem PC sitzt. Ja, warum eigentlich? Der PC, der kann doch auch aus sein. Und wenn man dann sagt, man muss den erstmal hochfahren, dann sind sie gleich genervt. Das ist auch irgendwie komisch. Ja, bitte, haben Sie Ihre Computer angemacht? Ja, den habe ich eingeschaltet. Okay, öffnen Sie auch dem Internet. Ja, aber der muss doch jetzt erstmal hochfahren. Mhm. Nach dem Einschalten kommt das Hochfahren. Mhm, okay. Oh. Ja, da wird er dann schon nervig. Nach ein paar Sekunden Stille. Es ist schon irgendwie wahnsinnig interessant. Also auf jeden Fall scheint das hier mächtig eilig zu haben, möglichst schnell an die Kohle ranzukommen. Aber Geduld und Nettigkeit, das ist hier fehl am Platz. Denn letztendlich will er ja bloß eure 250 Euro haben und es geht letztendlich auch absolut nur darum. Deswegen muss man auch nichts erklären und schon gar nicht darauf wirklich warten, dass der Computer erstmal in Ruhe hochfahren muss. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, wie man jedes Mal auf sowas kommt und dass das Erfolg hat. Aber eigentlich ist jeder von diesen Anrufen nur nervig, aber Sinn und Logik steckt da niemals dahinter. Und das ist das Traurige. Da fallen trotzdem Leute drauf rein. Das weiß ich ja nicht, dass ich da einen Computer brauche, wenn Sie anrufen. So, Entschuldigung, Sie haben eine Anmeldung gemacht, erstes Mal, bei unserer Werbung, okay? Mhm. Das bedeutet, Sie haben selber ja Interesse gezeigt über Online-Investitionen. So, über Online-Trading. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ich wissen muss, dass ich den Computer brauche, wenn Sie anrufen. Nein. Na sehen Sie. Das ist einfach, wenn Sie vorne der Computer zum sein, ist einfach besser zu verstehen, wie die Märkte läuft, okay? Wie die Märkte läuft. Ja, wie die Märkte läuft erstes Mal und wie können Sie Ihre Personalkonto aktivieren. Mhm. Tja, also wie die Merkel läuft, hat mich bis jetzt noch nicht so interessiert, aber derzeit läuft die Merkel ja nirgendwo mehr hin, weil hat sich ja ausgemerkelt. Was hat denn das mit der Merkel zu tun? Entschuldigung, Sie werden in eine Online-Trading-Firma reingehen, verstehen Sie mich? Ja, das habe ich schon verstanden. Und das hat auch aber zu tun mit den Märkten, Entschuldigung. Mit der Merkel? Mit den Märkten! Ach, Märkte. Sie haben die ganze Zeit ja Merkel gesagt. Ich habe ja auch nachgefragt und Sie haben das immer wieder bestätigt, dass Sie die Merkel meinen. Ich weiß es nicht, Alfred. Ja. Wie hören Sie, aber... Nee, den Nachnamen, nicht Alfred. In den Nachname. Herr Erreit. Hm. So, jetzt gebe ich hier mein Passwort ein, dann ist Windows auch gleich da. Okay. Ja, bitte. Ja, Moment. So, da muss jetzt noch der Tor-Browser starten. Gleich haben wir's. Mhm. Okay. So. Mhm. So, was soll ich denn da jetzt eingeben? Okay, ganz oben wieder. Geben Sie, was ich buchstabieren. Jo. C wie Cäsar. Ein C wie Zeppelin, ja? Ja. Nein, C wie Cäsar. Ach so, ja. Hm. Na Mensch, der erste Betrüger, der hier an der Stelle mal aufgepasst hat, dass man, Zeppelin nicht mit C, sondern mit Z schreibt. R wie Richard. Ein R, ja. Hm. Y. Ein Y, ja. Hm. P wie Paula. P, hm. N wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ein E, hm. S wie, Entschuldigung, T wie Theodor. Ein T wie Theodor Fall, meinen Sie?
Ja. Hm. E wie Emil. Ein E. Hm. A wie Anton. Ein A. S wie Siegfried. Ein S, ja. Y. Y. Punkt com. Punkt com. So, also, Kryptnet easy. Was soll denn das heißen? Das ist der unsere Firmenname. So, bitteschön, suchen Sie jetzt. Ja, das ist ja mal eine neue Seite, ja? Hm? Ja, aufmerksam ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist hier auch schon mehrfach aufgefallen in dem Telefongespräch. Als allererstes sagt er immer ja. Und davon mal abgesehen, wenn man ihm eine Frage stellt, ja, das ist eigentlich nur nervig, darf man nicht, ne? Wenn ich frage, was ich da jetzt eingegeben habe, was das überhaupt auf Deutsch heißen soll, ja, dann ist man dann genervt und will dann eigentlich nur weitermachen. Tja, klingt auf jeden Fall nach einem super Job, der ihm richtig viel Spaß macht. Okay, was schauen Sie bitte? Jetzt habe ich hier so eine rote Seite mit Zipfel im Hintergrund und okay, im Vordergrund ist, man macht immer was hin und her und dann haben wir hier alles die klar. Seite ganz auch ganz billig mit einem Google-Übersetzer übersetzt. Ganz rechts, bitte. Schauen Sie, steht Login und Register. Ja, wollen wir das nicht erstmal auf Deutschland umschalten? Machen Sie in deutscher Sprache? Jo, ich mache. Dauert ein kleiner Moment. Okay. Ganz recht, Sie haben alles im ganzen Sprache, in alles im ganzen Bild. Ja. Warum machen Sie das hier so billig mit dem Google-Übersetzer, mit der Übersetzung? Okay, machen Sie selber mit dem Google-Übersetzung. Ne, na, haben Sie ja hier so ganz billig implementiert mit so einem Google-Übersetzer. Das ist ja nicht mal eine eigene Sprachdatei, die da installiert wurde. Ja, genau so sieht's aus. Denn diese Firma ist tatsächlich sogar noch zu faul gewesen, ja, ein eigenes deutsches Sprachpaket für die Maske der Webseite hochzuladen. Man muss sich die Webseite mehrschichtig vorstellen, also Webseiten im Allgemeinen. Man hat einmal das Webdesign, also in dem Webdesign sind lauter Bilder und Farben. Dann hat man ja meistens ein HTML-Gerüst, wie eine Tabelle, nur so, dass eben die ganze Webseite da reinpasst. Und darüber legt man dann ja so kleine Codeschnipsel, die dann die Wörter beinhalten. Und die Wörter, die sind auf einer Sprachdatei oder in einer Sprachdatei programmiert. Das heißt, jeden Text, den ihr auf so einer Webseite findet, der befindet sich eigentlich in einer völlig anderen Datei, untereinander weg. Davor stehen bestimmte Abkürzungen und die Abkürzungen werden an der Stelle in der Webseite eingesetzt, wo man sie eben braucht. Und wenn man dann auf eine andere Sprache umklickt, dann weiß das System und schaltet dann eben die Abkürzung von oder schaltet eben die Sprache von auf eine andere Sprachdatei um, wo auch alles denn in dieser Sprache untereinander wegsteht. Ja, und dazu waren die hier komplett zu faul und haben einfach einen Google-Übersetzer benutzt. Billiger geht's in der Tat nicht. Und man hat nicht mal versucht, das Ganze irgendwie zu verschleiern. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie Google die Webseiten übersetzt. Da hätten sie auch selber schreiben können. Mit dem Unterschied, dass der Google-Übersetzer immerhin noch rechtschreibfehlerfrei ist, aber der Sinn geht dabei auch leider sehr oft verloren. Der Google-Übersetzer ist zwar grundsätzlich schon prima, aber wenn man damit jetzt Finanzgeschäfte machen möchte und hat dann nur den Google-Übersetzer und niemand hat diese Webseite professionell übersetzt, ihr wisst es ja, viele Wörter können auch viele verschiedene Bedeutungen haben. Es kommt halt immer auf den Satzbau drauf an. Ja, das wird halt eben beim Google-Übersetzer nicht berücksichtigt, weil wie auch, das ist momentan technisch noch sehr aufwendig, gibt zwar künstliche Intelligenz, die auch das mittlerweile schafft, aber so weit sind wir halt noch nicht, dass der Google-Übersetzer auch so funktioniert. Tja, und dann hat man halt eben eine völlige kakerlakendeutsch übersetzte Webseite, zumindest ohne Rechtschreibfehler. Naja, aber ein Qualitätsmangel ist es auf jeden Fall. Entschuldigung, Ihre eigene Sprache steht ganz rechts. Wo steht Login oder Register? Jo, das habe ich schon Language. Verstanden, aber du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Naja, Entschuldigung, egal. Sie werden zum Reden über die deutsche Sprache oder werden wir zum Reden über die Geschäfte hier? Entschuldigung. Naja, ich denke mal, erstmal machen wir es auf Deutsch, damit wir dann seriöse Geschäfte machen können, oder nicht? Ja, genau das habe ich auch versucht gerade zu sagen. Denn letztendlich wollen wir hier Geld einzahlen und dann finde ich schon, dass das irgendwie wenigstens seriös aussehen könnte und man dann auch versteht, was da steht. Aber wenn man sich dann erst noch erdenken und erraten muss, was diese Übersetzung eigentlich letztendlich bedeutet und da will man sein Geld einzahlen und ja, irgendwelche Finanzgeschäfte machen, also kurioser und unseriöser, geht's schon eigentlich nicht mehr. Tja. Naja, aber dass sie unseriös sind, das bestätigt er uns ja, ja gleich mehr oder weniger noch selber. Machen sie ja irgendwie dann doch alle am Ende. Das ist Deutsch. Nutzen Sie jetzt
die Volatilität der Kryptowerte. Okay? Was für ein Ding? Entschuldigung. Machen Sie in der deutschen Sprache und können Sie alles Deutsch lesen da. Ja, ich gucke gerade. So. Ganz rechts. Ja, ich muss mir doch erstmal eure Seite angucken. German. Ich meine, wozu zeigst du mir denn deine Seite, wenn ich sie mir nicht mal angucken darf? So. Ja, hier steht ganz unten steht Firmenname, Registrationsnummer. Hier steht aber nicht, über wen ihr registriert seid. Über wem? Ja. Genau, also die Webseite hat dahin geschrieben, dass sie reguliert sind und registriert sind und haben da auch eine schöne Nummer dazu geschrieben. Wo das Ganze aber stattfindet, das haben sie irgendwie ausgelassen. Also man schreibt halt irgendeine Nummer hin und sagt, das ist unsere Regulations-ID. Und was habe ich jetzt davon? Bei wem kann ich die suchen? Wo kann ich das nachprüfen? Bei wem die jetzt letztendlich wirklich angemeldet sind? Das ist schon gleich der nächste Punkt schon wieder, der unseriöser eigentlich nicht sein könnte. Denn wer nichts zu verbergen hat, kann ja auch sagen, wo er angemeldet ist oder nicht. Haben Sie da, Entschuldigung. Ja, ich gucke gerade nach der Registrationsnummer hier unten. Rogers Company. Okay? Dem Registriernummer steht da. Dem Adresse haben Sie auch da, dem Land und dem Postleitzahl. Ja, hier steht aber nicht, über wen Sie reguliert sind. Über wem? Aber das ist dem Registrierungsnummer, Entschuldigung. Naja, und wo kommt die Registernummer her? Wo kann man nachgucken, wo die zugehört? Können Sie selber schauen im Internet oder ich weiß es nicht wo. Ja, ne, ich auch nicht, weil es geht ja nicht. Ja, aber woher soll ich dann rausfinden, wozu die Nummer gehört? Ich meine, ihr müsst doch dazu schreiben, über wen ihr reguliert seid, das steht da nicht. Entschuldigung, wir haben alles dem Lizenz genommen, okay? Und ja. Das ist dem Registrierungsnummer auf dem unserer Unternehmen, okay? Ja, und bei wem seid ihr registriert? Wer macht die Registration? Wer macht? Wer muss machen meine Registration, Entschuldigung? Na, das ist ja die Frage, bei wem ihr registriert seid. Gibt keine Registrierungsnummer und gibt keine Mensch, wer muss sich registrieren, zum Kriegen einer Lizenz in einer Online-Trading-Firma. Aha, muss man nicht. Und das ist ja wohl wirklich der absolute größte Blödsinn, den ich je gehört habe zum Thema Lizenznummern. Er möchte mir jetzt hier tatsächlich glaubhaft wahrmachen. Und meint ernsthaft und felsenfest, dass seine Firma nirgendwo registriert sein muss. Hat aber irgendeine Registrationsnummer auf der Webseite. Er weiß nicht, wozu die Nummer da dient, aber er braucht auch nirgendwo angemeldet sein. Also ist ja nicht so, als würde es jetzt hier nicht um Geld gehen, teilweise um Millionen oder auf solchen Aktienmärkten kann man ja auch mal Milliarden durchschieben. Aber, also jetzt nicht privat, sondern wenn man alle zusammenfasst. Aber das, mir fehlen da wirklich die Worte zu. Also das, ich will mich aufregen, mir fällt aber nichts mehr dazu ein, weil dümmer geht's eigentlich nicht. Der will mir wirklich erklären, ja, eine Aufsichtsbehörde, die das Ganze überwacht, das braucht man nicht auf dem Finanzmarkt. Da ist er ja auch felsenfest von überzeugt, dass er braucht da sowas nicht für seine Firma. Naja, dann wissen wir ja ganz genau, wo wir gelandet sind. Natürlich muss man nicht. Warum nicht? Natürlich, weil wir haben gekriegt eine Lizenz. Okay. Ja, aber von wem denn? Bei dem FCA, Entschuldigung. Ja, das war doch jetzt die Frage. FCA. Ja. Ja, na sehen Sie, geht doch. Bei dem FCA kriegen Sie die Lizenz und können Sie starten der Arbeit. Also beim Fußballclub Augsburg. Wie bitte? FCA, also Fußballclub Augsburg. Entschuldigung, Sie werden zum Spielen mit Worte oder werden wir zum Reden zusammen über... Na, ich versuche jetzt über Ihre Firma was rauszukriegen, wenn Sie mir was verkaufen wollen. Ja, genau, nachfragen darf man nicht. Wenn man sich da unsicher ist als Kunde und man fragt irgendwas nach und tut erstmal so, als hätte man es nicht so richtig da verstanden, was der eigentlich von einem will, dann ist er eigentlich nur gleich knatzig. Ist schon ziemlich verwundernswert. Und der will wirklich Geld von mir. Und tut so, als wäre er ein seriöses Unternehmen, dem ihr euer Geld anvertrauen wollt. Ja, ich glaube nicht. FCA ist nicht dem Fußballclub Augsburg, okay? Schreiben Sie ganz oben, bitte. Ja. Register.fca.org. Moment, nicht so schnell. Register.
Register und dann? Register.vca Friedrich Cäsar Anton. Friedrich Cäsar Anton, ja. Ja. Und dann? .org. So, ach ja, hier, FCA-Register. Mhm. So, dann kann in man... In dem FCA, wenn Sie suchen, okay, steht nur die Registrierungsnummer für den Firmen, okay, wir sind nicht online, okay? Ja, ich gucke gerade, wann sind wir, hier muss man ja... Haben Sie mal, Entschuldigung, ich erkläre zu Ihnen, Sie sagen zu mir, ich gucke. Hören Sie mich erstes Mal. Dann suchen Sie, okay? Ja. Mit dem Registrierungsnummer bei dem FCA gibt nur den Firmen, wer sind nicht online. Verstehen Sie mich? Nee. Haben Sie mal gehört über den Consorsbank? Den Consorsbank, ja? Ja. Ja, die sind bei der BaFin reguliert, da kann man ja was auch nachgucken. Was ist dem Consorsbank? Eine Online- Bank oder nicht eine Online-Bank? Das ist eine Online-Bank, die kann man aber bei der BaFin sofort finden. So funktioniert auch bei dem unsere Unternehmen. Ja, das habe ich verstanden, ja. Aber wie kann ich jetzt rausfinden, also mit dieser Nummer, mit der Registrationsnummer auf eurer Webseite, muss ich ja jetzt eure Webseite dann, also den Namen von eurer Firma, bei FCA finden? Bei dem FCA, Sie können nicht finden, weil bei dem FCA sind die Firmen, wir sind nicht online. Nee, okay? das ist Quatsch. Da muss ich euch finden. Das ist nicht falsch. Ja, dann seid ihr Betrüger. Nein. Doch. Für Sie ja. Nee, nicht für mich. Generell. Nein. Das werde ich auch melden. Also ich werde eure Domain dann auch melden jetzt. Dann melde ich das jetzt der Finanzbehörde, weil ihr seid nichts anderes als kriminelle Abzocker und Betrüger. Das seid ihr. Weil das, was du mir hier erzählst, ist kompletter Blödsinn und ein komplettes Märchen. Mhm. Ja. Haben Sie etwas anderes zu sagen? Nö, was anderes habe ich nicht zu sagen, weil du hast mich gerade davon überzeugt, dass ihr Betrüger seid. Was haben Sie bei mir erklärt? Ja, du hast mir jetzt gerade erklärt, dass ihr Betrüger seid. Ich bin Sie, okay? Was? Ich bin Sie, ich bin nicht du. Hab ich doch gesagt. Haben Sie gesagt du? Okay. Ja, dann ist das so, aber mehr bist du auch nicht wert. Nein. Als du. Also, du hast mir erklärt. Bin nicht du. Doch, ich ist mir egal, was du denkst. Du bist. Sie. Ja, das ist mir doch scheißegal. Du versuchst mir Betrug. Für Sie ist scheißegal, was ja. Sie sind, du versuchst mich jetzt zu betrügen mit einer ganz schlecht gemachten Webseite, weißt du das? Die ist ganz, ganz schlecht gemacht. Und die Registrationsnummer, die existiert hier gar nicht. Das heißt, ich werde euch auf jeden Fall melden. Und die Domain werde ich auch melden beim Registrar, damit sie eure Webseite möglichst schnell sperren. Weil das ist Betrug hier und das kann man auch nachvollziehen und prüfen. Mhm. Und wenn man die Domain hat, wissen wir zumindest auch, wo eure Server stehen. Mhm. Noch mehr? Haben Sie etwas zum Sagen? Ja, such dir mal einen anständigen Job, wo du die Leute nicht betrügst. Mhm. Und? Ja, findest du das in Ordnung, dass du die Leute bescheißt, oder was? Haben Sie mehr zum Reden? Ja. Findest du das in Ordnung, dass du die Leute betrügst? Das könntest du erstmal erzählen. Folgen Sie mir erstes Mal, okay. Folgen Sie mir erstes Mal. Mhm. Ich bin erstes Mal sehr beleidigt auf Ihre Worte. Ja, das okay. Ist mir ja egal. Nein, ist doch. Nicht egal. Das ist mir okay. Egal. Ist nicht egal. Na doch, mir ist das egal. Das kannst du doch gar nicht entscheiden. Wenn ich sage, mir ist das egal, dann ist mir das egal. Da kannst du nichts dran ändern. Ich kann jetzt sofort, weil dem Anruf, was wir sprechen jetzt zusammen... Ja, du bist kriminell. Du bist ein Verbrecher. Du bist ein ekelhafter, krimineller Verbrecher. Mehr nicht. Was für eine Kriminelle? Entschuldigung. Ja, du bist kriminell. Du bist kriminell. Verbrecher. Betrüger. Mhm. Abzocker. Mhm. Etwas anderes haben Sie? Nee. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Du erzählst mir hier, dass ihr nicht registriert sein müsst. Das ist absoluter Blödsinn. Ich kann nicht mit einem Menschen reden. Der intelligenter ist als du, oder was? Mit so einem Menschen kannst du nicht reden, der irgendwie ein bisschen mehr Grips als du in der Birne hat. Wissen Sie, warum kann ich nicht mit Ihnen reden? Weil du nicht intelligent bist. Das ist es. Nein, erzähl keinen Blödsinn. Den Blödsinn wollen wir uns nicht anhören. Du sollst, wenn denn mal, was Sinnvolles erzählen. Aber du erzählst mir nichts Sinnvolles. Du erzählst mir hier nur Scheiße. Ihr seid nicht registriert. Das heißt, ihr seid Kriminelle und Abzocker. Werden Sie zum Hören oder werden Sie zum Reden? Was? Werden Sie zum Hören oder werden Sie zum Reden? Ja, dann erzähl mir da deinen Scheiß. Das ist ja eh alles gelogen. Okay.
Jeden Wort, was werde ich bei Ihnen sagen, so, Sie werden immer so sagen, okay? Ja, weil ihr Betrüger und Abzocker seid, ist ja auch so. Du hast mir das gerade bewiesen. So, es tut mir sehr leid für Ihre Meinung. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Meinungen und Tatsachen sind zwei verschiedene Paar Schuhe und wir haben hier eine Tatsache. Das heißt, ihr seid Kriminelle. Das haben wir jetzt hier gerade in 5 Minuten rausgefunden. Sie haben in 3 Minuten gesagt, 50 Mal Kriminelle. Ja, weil ihr das seid. Ihr seid nichts anderes als wertlose Abzocker, mehr nicht. Haben Sie etwas anderes zum Sagen? Ja, überzeug mich doch vom Gegenteil, aber das schaffst du ja scheinbar nicht. Weil ich habe Ihnen erklärt, jeden Wort, was ich werde bei Ihnen sagen, so, Sie werden kriminell sein, so. Ja, ihr seid ja auch kriminell. Tschüssi, auf Wiedersehen. Ciao. Intelligent scheinst du auf jeden Fall nicht zu sein. Intelligent, Sie sind eine Penner, okay? Oh, jetzt hast du es mir nochmal bestätigt, dass ihr kein seriöses Unternehmen seid. Weil ein seriöses Unternehmen würde sich auch zu helfen wissen. Aber du scheinst ja auch keinen Grips in der Birne zu haben. Okay, wann Sie reden mit mir so? Ja, ich rede so mit dir, wie sich das auch gehört für einen kriminellen Abzocker. Kann ich Ihnen sagen, was ich möchte, okay? Weil ich bin keine Kriminelle. Weißt du was? Doch, du bist kriminell. Du bist ein krimineller Betrüger und Abzocker. Und mehr bist du auf keinen Fall. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, du bestätigst ja das Ganze auch die ganze Zeit noch. Dass ihr unseriös seid. Ja, eigentlich braucht man da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Er hat ja letztendlich die ganze Zeit, auch wenn er vehement versucht hat, dagegen zu halten, es nicht geschafft. Er konnte ja nicht ein einziges meiner Argumente irgendwie entkräften. Ja, und weiß ich nicht. Also im Grunde genommen war seine Argumentation ja nee, sind wir nicht. Ja, und was ist mit den ganzen Beweisen, die ich hier in der Zwischenzeit zusammengesammelt habe? Ich meine, seine Telefonnummer ist nicht erreichbar. Die Rufnummer von der Webseite, wie immer übrigens auch nicht. Die existiert einfach nicht. Man hat halt einfach irgendein Impressum hingeschrieben mit irgendeiner Rufnummer, die dann sowieso nicht funktioniert. Das Kontaktformular, wenn ihr da was hinschreibt und eine E-Mail schreibt und eure E-Mail oben einsetzt und auf Absenden drückt, das sendet erstmal was ab. Komischerweise bekommt man aber dann in der Tat tatsächlich sogar eine Rück-E-Mail, dass die E-Mail gar nicht zugestellt werden könnte. Diese E-Mail bekomme ich ja nur, weil ich selbst was eingetragen habe. Das heißt, das Kontaktformular selbst ist technisch einwandfrei. Nur die E-Mail-Adresse, die sie da selbst für sich selbst angegeben haben, funktioniert auch nicht. Das heißt, das ist wirklich ein absolut billiger Betrug mit einer richtig schlecht billig gemachten Webseite. Ja, aber wer davon keine Ahnung hat und nicht den ganzen Tag irgendwie seine Lebenszeit vorm Computer verplempert, dann weiß man auch nicht unbedingt um diese ganzen Einzelheiten Bescheid. Ich meine, das ist doch ganz klar. Ich meine, gehen wir mal von unseren Eltern aus, wenn ihr denen irgendwie eine Webseite in der Hand drückt, wissen die auch nicht, wo sie draufdrücken sollen, auch wenn es für euch einleuchtend ist und ihr die ganze Zeit denkt, Mensch, drück doch da einfach auf den Knopf. Ja, aber genau solche Leute wollen sie halt eben auch erreichen, ne? Die sich eben mit sowas nicht auskennen. Die suchen halt einfach Leute, die weniger Wissen haben als wir. Deswegen sind die Leute ja nicht zwangsläufig doof. Ich meine, gut, es ist immer schwierig, denn auf solche Vollpfosten hier, dass man das noch irgendwie erklären kann, aber es wird so seine Gründe geben, warum man das jetzt glaubt. Vielleicht war es in deren Augen seriös, halt in unseren Augen nicht, weil wir uns mit diesem Thema beschäftigen und wir kennen uns damit ja mehr oder weniger alle aus. Ja, aber es gibt viele Menschen, die haben davon noch nie was gehört und wenn die das erste Mal einen Berührungspunkt damit haben, ja, dann, keine Ahnung, dann sitzt da halt ein dummer Mitarbeiter. So böse es sich anhört, aber bei Amazon habe ich das gleiche Gefühl, wenn ich da mal mit dem Kundenservice irgendwie in Kontakt trete. Dann habe ich jedes Mal das Gefühl, dass da eigentlich Betrüger auf der anderen Seite sitzen. Weil genau solche Leute da sitzen, die eigentlich, naja, da nicht hingehören. Und vom Kundenservice noch nie irgendwas gehört oder verstanden haben. Tja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt findet ihr hier noch eine Playlist mit allen anderen Videos vom Kanal. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.